Morning, Gunny's da. Ja, ihr kleinen Filmschlingels. Heute gibt's endlich den heiß ersehnten, lange erwarteten Lül-Podcast. Thema, erklärt euch meine Flügelfrau, Lamedel, hallo. Hallo. Hi. Na, ihr seid alles gut? Ich Ja, hoffe. alles gut. So, was ist unser Thema heute? Sci-Fi-Horror. Jo. Und da das so ein riesen Thema ist, machen wir vor allem Sachen im Space. Ja, Exoplaneten und Weltraum, also, weil ansonsten, und das werden Ansonsten wir schon werden nicht ganz abhaken. ja, prima. Also wie gesagt, Sci-Fi-Horror, nichts jetzt Spezies und Mimik, wir bleiben da oben im Weltraum, im Kosmos und, Ach, du willst da oben bleiben? ja, Ach so. nicht? Ich dachte, Aliens kommen mit rein, auch so Erddinge und so. Alien? Allgemein, ich dachte, Außerirdische kommen da auch mit rein. Ja, aber ich dachte so Weltraumhorror, weißt du? Ja. Gucken wir mal. Ich werde da mit Sicherheit ein wenig zwischenschießen. Weil du, wenn ich jetzt alle Sci-Fi-Filme aufzähle, die ich kenne, die hier bei uns Ja, stattfinden, da gut. fangen wir mal bei Independence Day an und hören bei Invasion vom Mars auf, weißt du, das nimmt ja kein Ende. Ja, aber dann gibt es ja noch Sci-Fi von Erde zu Erde. Ja. Oh, das ist ein Riesenthema. Ja, irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen, ne? Ja, dann fangen Sie aber mal an. Warte, ich glaube, ich mache dich mal einen Hauch lauter. Oh, entschuldige, ich saß auch ein wenig weg. Ach so, dann lasse ich es erstmal so. Juhu. Ja, wie gesagt, wir reden auch immer frei von der Leber weg. Also, wenn ihr denkt, Lamendel und ich kaspern vorher eine Stunde rum und planen genau, was wir ja sagen, nee, echt nicht. Das ist ganz authentisch und transparent hier. Deshalb passiert es auch, dass wir uns überschneiden mit den Filmen, die wir eigentlich nennen wollten. Wahrscheinlich, wenn ich gleich angefangen habe, kann ich meine Liste, die Filme, die ich mir ausgesucht habe, gleich wegschmeißen, weil Lamedel die eh alle nennen wird. Das kennen wir ja schon. Ich habe einfach eine Handvoll Filme genommen, die ich unbedingt behandeln möchte. Wir werden nicht alle, alle, nein, geht nicht. Könnt ihr dann wieder in die Kommentare schreiben. Ich fange einfach an. Wo ich auch sagen muss, das ist im Creature Sci-Fi Horror meine absolute Nummer 1, mein absoluter Lieblingsfilm 1979, Ridley Scott. Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Ian Holm. Wichtig. Ganz großer, wichtiger Film. Ich mach dich doch mal ein bisschen lauter. Alien. Alien, ja, natürlich. Alien. Ein fantastischer Film, heute immer noch genauso gut wie damals. Immer noch. Der ist von 1979. Da war Bilbo Beutlin noch klein. Der ist so gut, auch von den Effekten her. Immer noch, ne? Ja. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich gucke ja jedes Jahr einen der Alien-Filme immer wieder und meist den ersten oder den zweiten. Ich mag den zweiten wirklich gern. Und mein Favorit ist der dritte. Im Ernst? Ja, weil das war der erste Alien, den ich gesehen habe. Und zu dem habe ich irgendwie mehr Bezug. Die anderen sind auch unschlagbar gut, keine Frage. Ah, das ist so ein Nostalgiepunkt bei dir. Ja, so ein, das war so der erste. Ah. Ja. Also ich finde, um mal bei Alien 1 zu bleiben, also bei Alien, da war doch der Android, der durchgedreht ist, das war doch der Ian Holm aus Herr der Ringe, ne? Der Bilbo Beutlin gespielt hat. War das nicht so? Ja, klar, oder? Du fragst Sachen. Gegen den sie da antreten musste. ein super beklemmender Film, wirklich richtig guter Ja. Weltraumhorror. Der gehört auch auf jeden Fall in die Schublade Horror. Oder? Death. Ja. Das ist eigentlich der Science-Fiction-Horror. Der war Ja. ja, das, der Ja. hat ja einen riesen Hallo ausgelöst, in den Horror, also im Horrorgenre damals. Ja, also sowas Beklemmendes und gut gemacht ist der ganze Schnitt, die Darsteller, Ja. ne? Unnormal gut noch heute.
Ach, keine Ahnung. Es sind ja bald 50 Jahre, wa? Ja. Ist unglaublich. Ja, 1986 kam Aliens, Teil 2. Diesmal von James Cameron, was man auch am Cast bemerkt hat. Ja. Ja, da hat man dann Lance Henriksen, Michael Biehn, Bill Paxton und, deshalb sage ich das auch immer, warum man da Cameron bemerkt. Wir hatten ja nicht nur Michael Biehn aus Terminator, sondern auch die, die Vasquez gespielt hat. Wie heißt sie nochmal? Ich glaube, das ist eine Jüdin. Ach. Goldstein oder so? Oh, das ist also, du fragst mich jetzt Sachen, wie die heißt, aber ich liebe die Rolle. Das ist ja diese Vasquez, dieses Mannsweib, ne? Ja, das sie so nennen Ja, willst. nein, sie war schon, also sie hat alles genommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war, sagen wir es mal so. Aber sie war halt schon, wie sagt man, eine Schlägerin? Janet Goldstein, ja. Ah, Goldstein, Goldstein. Die war nämlich auch die Mutter von John Connor in Terminator 2, die Pflegemutter, wo Aha. der Terminator ihr dann dieses Messer, der in sie rein, der sich in sie verwandelt hat. Ne? Kurzzeitig. Mit der Milchtüte. Genau, mit der Milchtüte. Und kaum wiederzuerkennen, ne? Unglaublich. Ich habe sie sehr geliebt in Aliens, weil eben dieses so, ja, was hat man nicht jemals mit einem Mann verwechselt und sie zu ihrem Kumpel dann da sagt, nee, dich. Ja, Das war einfach großartig. der Film ist. So. Grandiose Frauenrolle, wirklich fantastisch. Finde ich auch. Das ist wie heißt die Kleine nochmal? Rodriguez. Michelle? Michelle Rodriguez, die spielt auch oft so geile Rollen. Die kann das auch. Bin mir gerade nicht sicher, ob die nicht auch in Predators gespielt hat. Ist eine gute Frage, ob die in Predators war. Ich kenne sie halt hauptsächlich aus Fast and the Furious, ne? Aber das spielt auf jeden Fall eine ganz ähnliche Frau mit. Aber zu Predators kommen wir noch. Ja. Der Film ist nicht mehr so beklemmend wie Alien, wie der erste Teil. Mehr Action, ne? Ja, mehr Action, mehr Geballer und man sieht das Alien deutlich mehr. Ja, und das ist geil. Auch der Kampf mit dem Laderoboter. Das ist. Ja, Die Szenen kennt legendäre jeder, oder? Szene. Sie Mega. in dem Roboter drin, großartig. Ja. Dann kam ja Teil 3 und 4, Winona Ryder auch mit dabei und andere gute Schauspieler. Wenn du willst, besprichst du die Filme noch. Zu den beiden Teilen möchte ich jetzt nicht so viel sagen, finde ich aber auch Da gut. brauchen wir gar nicht so viel besprechen, weil es ist halt, es geht halt tatsächlich immer artig weiter. Und ich hätte damals, als ich den dritten gesehen habe, gesagt, okay, das war's, aus, Ende mit der Reihe, aber sie haben es ja dann noch mal wieder hingekriegt, dass es tatsächlich weiterlaufen kann. Ja. Die sie Und weißt du, was geklont das haben, Beste war gut. ist? Es kam ja dann auch Prometheus und Covenant, ne? Aha, Zwei ja. super Filme, wie ich finde. Ich mag sowieso alle, die ganze Reihe mag ich. Und jetzt kommt ja auch noch Romulus. Jetzt kommt Romulus, ja? Der soll wohl im Sommer anlaufen und der spielt ja, das ist ja ein Prequel, ne? Ja, ich glaube, da geht es um die Ereignisse zu und vor Vor zwei. Covenant, ja. Nee, ich glaube, da geht's dir, der spielt zwischen Teil 1 und 2, oder nicht? Ah, okay. Oder irre ich mich, da geht's da um. Nee, da, doch, der spielt, glaube ich, zwischen Alien und Aliens. Das kann sein, das kann gut sein. Also da freue ich mich irrsinnig drauf. Ja. Wir spielen euch mal einen ganz, ganz witzeklitzekleinen Trailer rein. Dauert nur eine Minute und sind sofort wieder da. Und da sind wir auch schon wieder. Den Trailer hast du jetzt nicht gesehen, aber den kannst du dir hinterher Das angucken. macht nichts, ja. kenn ich. Kennst du von Wird gleich Ungold, ne? inhaliert. Nee, solche Trailer, wenn ich sehe, da
sagen wirst, kommt da was Neues raus, dann muss ich das gesehen haben. Ja. Das ist wie mit dem neuen Deadpool-Trailer, weißt du, den habe ich auch schon 30 Mal gesehen und ich freue mich immer wieder. Ja, hast du mir den nicht auch schon 30 Mal geschickt? Das kann sein. Ich tunk da die Leute so lange mit der Nase rein, bis sie ihn gesehen haben. Wie penetrant dieses Mädchen sein kann, wenn sie etwas will, was du es sehen sollst. Ja, ja. Ey, das ist großartig. Ich habe die ersten 10 Sekunden gesehen und schon, oh, hallo Yu-Gi-Oh! Geschrien. Das ist großartig. Ja, ist auch eine geile Reihe. Ja. Super. Ja, ja. Und dass da jetzt eben Wolverine dabei ist, das wird toll. Ey, geile das Sache, ist Mann. Toll. Ja. Spielt das auch Hugh Jackman? Ja. Oh, mega, freue ich mich. Ja, ja. Ich hatte auch schon Bedenken, als es hieß, ja, und Jackman wollte eigentlich nicht mehr Wolverine spielen und so. Und dann sieht man das und er spielt ihn und es ist einfach glorreich. Super, das finde ich mega geil, weil ich feiere diesen Mann sehr. Ja. Also seit dem ersten X-Men-Film schon, ne? Super. Ja, der ist einfach für diese Rolle. Das ist, macht er super. So, aber jetzt, erste Abschweif. Aber guck den Trailer. Guck den Trailer. Ja, ja. Bevor wir zu sehr abschweifen, Alien vs. Predator gehört nicht in diese Reihe, in die Alien-Reihe und auch nicht in die Predator-Reihe. Das ist einfach ein Crossover zwischen Alien und Predator und ist eine Reihe für sich. Ist auch nur ein Zweiteiler soweit bisher, wie ich weiß. Kann man sich angucken? Muss man aber nicht kaufen. Also ist nicht so schlecht, insbesondere der erste, finde ich eigentlich. Aber kann man jetzt nicht mit wirklich dem Alien vergleichen, dem Alien-Film oder so von der Klasse her, ne? Nee. Möchtest du, während ich mir kurz ein Kaltgetränk mit Hopfen hole, noch kurz was zu dem tollen, fantastischen Designer des Alien erzählen, bis ich gleich sofort wieder da bin? Ja, natürlich. Das ist doch so dein Ding, der HR, ne? Ja. Okay. Ja, dann, was soll ich denn erzählen? Der gute Giga, viele werden Designs von ihm kennen, eben gerade durch Aliens, aber das ist auch der Designer von Species. Der hat auch diese außerirdische Lebensform designt und ist leider 2014 verstorben. Aber was ich sehr empfehlen kann, ist ein Besuch in dem Giga-Museum. Und eigentlich auch jede Ausstellung, die über ihn, also die seine Bilder ausstellt oder seine Skulpturen. Wahnsinnig, wahnsinnig guter Künstler, was Sci-Fi und dann natürlich dieses Cyber- und Biomechanik-Gemischte, das ist... Ich bin da. Großartig, hallo. Hallo, guten Tag. Na? Na, ich rede gerade über Biomechanik. Ah ja, Giga, der Herr der Kreaturen. Ja, allgemein diese Biomechanik, das Alien in Prometheus, was da in dem Stuhl sitzt, ist ja auch von ihm. Ja, finde ich auch. Also, ich habe ja gesagt, ich habe ja so ein Bildband von Giga, ne? Mhm. Ich wollte den heute rauskramen für das Video. Der ist weg, ey. Mhm. Weg. Ah, der, also das Alien ist ja schon ein grandios gut Design, ne? Boah, ich weiß noch, als ich klein war und das erste Mal gesehen habe, wie dieses zweite Gebiss dann auch aus dem Kopf kommt und in den Schädel rammt, ne, von dem anderen. Ey, ein Traum, dieses Design, ein Traum. So muss ein Auto aussehen, weißt du, wie ich meine? Ja, also sehr empfehlenswert auf jeden Fall der Besuch in dem Museum. Und da hat er, also da gibt es die Giga-Bar. Wo ist das, Schweiz oder was? Ja, in der Schweiz, genau. In Zürich, meine ich. Ja, fahren wir doch mal alle hin und pennen bei Drews. Die Heimsuchung. ja, du kannst gerne weitermachen, wenn du willst. Ja, also die Giga-Bar ist... das ganze, dieses ganze Gewölbe ist nach seinem Design mit Skeletten und Wirbelsäulen. Und man sitzt in diesen Stühlen wie dieses Alien auf seinem Beobachtungsposten in Prometheus. Ist einfach super gut. Alles, es wirkt alles super organisch. Das ist wundervoll. Mhm.
Die Eintrittspreise gehen sogar. Wie viel Frankli kostet's denn? 12 für Erwachsene. Ah, okay. Klar, das geht. Und ganz ehrlich, 12 Franken ist es durchaus wert, sich das anzugucken. Da würde ich auch das Doppelte zahlen. Es ist einfach wundervoll. Ja, da kannst du auch wahrscheinlich einen schönen Tag verbringen, ne? Ja. Und nur gucken. Ja. Jo, gut. Also, haben wir noch was zu sagen über Alien? Nee, wir wollen ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich kann nur jedem sagen, der Alien noch nicht gesehen hat oder sich immer davor gescheut hat. Es gibt ja immer noch auch Leute, die kennen es nicht. Guckt es. Ja. Unbedingt gucken. Ja, Katze, was schimpfst du? Ja, was denn? Oh, oh, und läuft wieder weg, ja, okay. Ja, möchtest okay. du? Okay. Ach, darf ich? Was nehme ich denn? Event Horizon. Oh, den kann ich dann also schon mal streichen. Ich habe aber eine andere schöne. Oh, einer der besten Sci-Fi, ich sag mal auch Horrorfilme aus, ich glaube, Ende der 90er Jahre, ne? Oh, ist der schon so alt? Weiß ich nicht. Ja, der ist locker 25 Jahre alt. Ich erkenne das immer an Larry Fishburne, wie der aussieht. Der spielt da ja auch hier. 97. Ah, guck. 97. Mit ja. Sam Neill. Sam Neill kennt ihr alle aus Jurassic Park zum Beispiel. Ja. Und natürlich Lawrence Fishburne, auf den wir auch später wieder zu sprechen kommen bei Predators. Ja. Larry Fishburne mag ich wirklich, seit ich Boys in the Hood als junger Butchie geguckt habe. Matrix, John Wick, Mission Impossible, Apokalypse Now. Der hat sogar bei einem Freddy Krüger-Film mitgespielt. Der spielt so viel. Matrix. Ja, Matrix, genau. Ja, Event Horizon. Lewis und Clark. Wie schneidet man das kurz an? Es geht um eine Rettungscrew und die landet in einem Raumschiff, das kurzzeitig mal verschwunden gewesen ist. Genau. Die Event Horizon. Und da geht's dann rund. Ja, das spielt hier in unserem Sonnensystem sogar. Hier. Also hier bei uns, in unserem Sonnensystem spielt das. Ich glaube Neptun. Und da geht's halt darum, dass dieses Schiff, deshalb sage ich Lewis und Clark, dass das Raumschiff hieß Lewis und Clark, mit dem die losgeflogen sind. Oh, mit dem sie da angedockt haben? Ja. Es gibt halt ein Raumschiff, das es schafft irgendwie, ich erkläre es jetzt mal blöd, ein schwarzes Loch zu erzeugen und dadurch einen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb durchführen zu können. Ne? Genau, die faltet diese zwei Punkte zueinander, faltet es aufeinander und dann so erzeugt es ein Wurmloch und Raumzeitkrümmung und hast du nicht gesehen. So ein Antrieb halt. Ja. Und das ist die Event Horizon, der Name ist Programm, das heißt der Event Horizont, das ist immer der runde Kreis, quasi die Corona, die man sieht, wenn ein schwarzes Loch gerade hungrig ist. Genau. Ansonsten kann man ein schwarzes Loch nicht sehen. Und da geht's ab auf diesem Schiff, ne? Da geht's dann ab. Das ist, die Event Horizon zeigt den Leuten Dinge. Mhm. Und der kann einiges. Also man sollte den nicht zu harmlos einschätzen. Der kann einiges. Der geht auf die Psyche, aber so richtig. Finde ich auch. Ich finde ihn auch sehr beklemmend und sehr gut. Ich würde Event Horizon auch in meine Top 10 der Sci-Fi-Horrorfilme packen. Mhm. Man unterschätzt den, weil er ist ab 16. Ja, kann er auch ruhig sein. Ja, aber das ist, also, ich weiß nicht, also 16 ist schon, ich fand ihn sehr hart. Der ist halt subtil böse, ne? Ja, und wie gesagt, der geht hart auf die Psyche. Also ich guck den auch immer wieder. Ja. Habe ich sogar in Special Edition DVD. Oh, nice. Weil ich den wirklich, wirklich gut finde.
Ja, den habe ich auch. Muss. Enya. Ja, also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Sam Neill spielt auch so gut. Ja. Also. Sam Neill war zu der Zeit sowieso groß in Horrorfilmen vertreten. Er hat zu der Zeit zwei große Horrorfilme gemacht, die man beide gesehen haben muss: Event Horizon und Die Mächte des Wahnsinns in The Mouth of Madness. Ja, das ist wieder deins. Ja. 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 Ja, die Mächte des Wahnsinns ist ja auch schon Kult fast, ne? Ja, finde ich auch. Kennen viele nicht, wird oft unterschätzt, aber so ein sehenswerter Film. Wenn Ja. jemand Lovecraft mag, Ja. unbedingt. Also ich mag ihn auch nicht so besonders, weißt du, ich bin auch nicht so ein HP-Fan. Ja. Aber man muss ihn gesehen haben, das gehört einfach dazu. Finde ich auch. Ja, so, Guti, dann bist du wieder dran. Ja, für mich gehört auf jeden Fall Apollo 18 da rein. Oh ja. Also, das war ja eigentlich eine geplante Mission auch tatsächlich von der NASA, die aber nicht stattgefunden hat. Und es gibt zwei Filme, glaube ich, vielleicht auch noch mehr, wo diese geheime Apollo-Mission, die nicht stattgefunden haben, thematisiert werden. Das ist einmal Apollo 18 und ich glaube Moontrap noch. Moontrap sollte man sich auch mal angeguckt haben. Genauso wie auch Dark Side of the Moon, auch ein Klassiker. Und Iron Sky? Was? Ja. Und siehst du, weißt du, da geht's schon wieder los. Apollo 18 ist halt auch für mich ein Horrorfilm. Nicht zu verwechseln mit Apollo 13 damals mit Tom Hanks und so. Großartiger Film, habe ich auch, ganz klar. Ich bin der Ja. Sci-Fi-Fan. Aber der ist, ja, die landen halt quasi auf dem Mond, das war doch so, und finden da eine Kapsel. Schon, da ist schon eine Kapsel, die da liegt, von den Russen. Also eine sowjetische. Und ja, und dann geht's ab. Dann finden sie auf einmal auch noch Fußspuren da oben. Und ja, dann wird's gruselig. Also müsst ihr mal gesehen haben. Apollo 18, ein echter Tipp von mir. Kennst du den? Ja. Sehr gut. Ja, wirklich, wirklich gut. Ja, dann gibt es sogar inzwischen gibt es auch einige Creepypastas, die genau diese Thematik haben. Ah ja, siehst du? Du musst dir vorstellen, du landest auf dem Mond, findest auf einmal Fußspuren, einen toten Astronauten, eine Kapsel und plötzlich wirst du angegriffen von irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, Zombies? Ja, doof. Kann man so doof sagen, ne? Ja. Astronauten-Zombies. Das ist dann Kacki. Ja, aber der gehört rein und das ist ein echter Tipp. Apollo 18, Leute. Ja, wenn wir jetzt bei Missionen sind, die wichtig sind und so, dann mache ich mal ein bisschen einen Quereinschlag und sage Sunshine. Habe ich gesehen. Das ist der, wo die Atombombe in die Sonne werfen, ne? Wo sie die Rotation wieder, Ja. also wo sie die Sonne neu starten wollen. Kann man den so als Horrorfilm? Ja, irgendwie gehört damit dazu, weil die Leute ja durch die Sonneneinstrahlung und so dann auch irgendwie alle mal einen Knacks kriegen. Ja. Der ist tatsächlich ab 12. Ja, der ist nicht blutig, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber tatsächlich mit Cillian Murphy. Wer Chris da wen? Evans. Wer? Huh? Wer? Cillian Murphy. Wer ist das? Peaky Blinders? Ach, Scheiß. Den Namen von dem kann ich mir nie merken. 28 Days Later. Auch Chris Evans ist auch mit dabei. Ja. Komischer Schauspieler. Figürlich Wird so das er? Gegenteil von mir, eher Richtung Kristalli, würde ich sagen. Ja, er ist tendenziell eher sehr drahtig, ja, aber der hat Oppenheimer gespielt. Aber Und danke. ist ein super, super Darsteller. Ich fand den schon in 28 Days Later mega gut, den Mann. In Peaky Blinders auch sowieso. Sunshine, okay. Ich habe ihn gesehen, er ist nicht scheiße, aber es ist kein Film, für den ich Geld ausgeben würde. Sagen wir es mal so. Oh, der Soundtrack ist hervorragend. Ach, guck hier, Murphy, er ist Scarecrow gespielt in Dark Knight. Ach, guck. Also der Soundtrack von Sunshine ist legendär gut. Erinnere ich mich nicht daran. Oh, schicke ich dir nachher. Ja, Oh. natürlich, das wirst Ja, das du. werde ich.
Entschuldigung, das ist so ein Oversharing-Ding. Ich muss Leuten das schicken, wenn ich irgendwas mag. Dann muss ich sie mit der Nase reindrücken, bis sie es auch mögen. Ne, es geht eigentlich eben darum, dass es eine Mission ist, um die Sonne neu zu starten. Weil die Sonne hat aufgehört, sich zu drehen. Die Rotation von dem Gas und von dem Material. Und sie fliegen dann los und wollen ja durch eine Sprengung die Erde neu zünden, die Sonne neu zünden. Ja, genau so. Und da sind, Und das ist natürlich ein ja. One-Way-Ticket. Ja, klar. Solche Missionen sind ja öfters mal ein One-Way-Ticket. Also sehr empfehlenswert, gerade wer auf tolle Landschaftsaufnahmen steht, da wird man nicht enttäuscht werden. Da sind so großartige Szenen dabei. Ja, ich Schön, mag das schön. auch. Bin ja sowieso so ein Weltraumverrückter. Ja. Ja, ist gut. Von 2007. Doch schon so alt? Ja, doch schon so alt und große Empfehlungen für Leute, die Mass Effect mögen. Guck an, ich habe den erst vor 2 Jahren oder so gesehen, glaube ich. Ja, nee, der hat schon einiges. Ja, ist nicht schlecht. Okay. Ich hätte noch Habe ich einen, doch. den ich auf jeden Fall empfehlen möchte, über den ich jetzt aber gar nicht so viel schwafeln will. Den sollen die Leute sich selbst angucken. Und zwar mit Liev Schreiber. Kennt ihr bestimmt als Ray Donovan oder auch aus Scream. Last Days on Mars. Nice Geschichte, Bakterienstämme, die dann die Menschen verändern, zu Monstern machen. Schöner Sci-Fi-Horrorfilm, Last Days on Mars. Guckt ihn euch auf jeden Fall mal an. Wenn ihr ihn nicht kennt, mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht drüber schwafeln. Wir können dann direkt zu was überspringen, wo ich mehr Lust habe, drüber zu reden. Wenn du schon bei Virenstämmen und so im All bist, darf ich da schnell zwischengrätschen? Aber klar. Pandorum. Nein, das ist ein Geheimtipp, den habe ich auf meiner Liste stehen mit Dennis Quaid. Und du sagst es. Nee. Nee. Entschuldigung. Ich hole Jens jetzt rein. Tschüss, 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 Ja, Lamel. tschüss. Gut, dann bleiben wir gleich dabei. Pandora mit Dennis Quaid und Norman Reedus, den ihr auch als Daryl Dixon kennt, Leute. Ja. Pandora, ich wusste, dass der dir gefällt. Ich wollte den Film ansprechen, weil es da mal wieder um Menschenfresser geht. Und da du ja auch Midnight Meat Train so geil findest. Ja, ja gut, die haben jetzt nicht so viel. Ja, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist Midnight Meat Train im Weltraum. So ein bisschen. Pandorum ist für mich mittlerweile schon ein Klassiker. Also toller Film, muss man gucken. Gibt es schöne Vergleiche zwischen Pandorum und Event Horizon? Ja, klar. Und das ist gut, 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 gut. Also es geht um eine Mission auf einem Schiff, die fliegen durch die Gegend, um neu zu besiedeln. Das ist also eine Mission, um die Menschheit auf einen neuen Planeten zu bringen. Was zwangsläufig auf uns zukommen wird. Ja, anzunehmen. Anzunehmen. Und wie das halt so ist, mutieren Leute ganz gerne mal, wenn sie lange isoliert sind und so. Oder Strahlung ausgesetzt. Ja, und dann gibt es da so ein paar Überlebende, die dann anfangen, sich von Menschen zu ernähren, ne? Ja, sie jagen auf jeden Fall Menschen. Die essen die auch. Ja, das ist eine ganz schräge Mischung aus Sci-Fi und so ein bisschen Hinterwäldler-Horror Ja. und Action. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Finde ich auch. Pandorum habe ich auch. Finde ich gut. Ja, der lohnt auch wirklich. Er ist halt sehr actionlastig, aber das macht nichts. Der macht echt Spaß. Ist Aliens auch, ne? Ja. Was da geballert wird, das ist ja ein halber Kriegsfilm. Vor allem ist es eben halt Dennis Quaid in der Hauptrolle und den feiere ich sowieso anders.
Dann würde ich sagen, mal gucken, wenn ich dir so ein paar Sachen sage, ob du drauf kommst, weil der muss hier rein. Egal wie doof der heutzutage ist, wenn man sich den heutzutage anguckt. Okay. 1973, Lamette, John Carpenter. Der Originale? Der Einzige. 73. 73. Der Film ist so ein bisschen eine Parodie oder, naja, eine Hommage, würde ich sagen, an Odyssee im Weltraum. Der ist ja aus den 60ern sogar noch gewesen. Du haust mich, wenn das jetzt falsch ist. Ich sag der originale Ghost of Mars. Nee, zu dem kommen wir auch noch. Okay. Den habe ich auch auf der Liste. Es geht hier unter anderem in dem Film um eine sehr intelligente Bombe, die es mag zu philosophieren. Ach Gott, ja. Finsterer Stern, Mann. Dark Star. Den muss man gesehen haben. Den muss man gesehen haben. Ja. Ja. Er ist von den Effekten. Nicht, aber der Rest. Er ist von den Effekten wirklich gealtert. Das kann man nicht anders sagen. Der ist gealtert. Aber das war so eins der frühen Werke von Carpenter. Und da geht es halt um ein Raumschiff, Dark Star. Und die Besatzung, die hat da so ein Maskottchen, so einen runden Gummiball mit Füßen, der fängt an, irgendwann durchzudrehen und die anzugreifen. Ne? Ich weiß noch, wie mich das als Kind gegruselt hat. Und die haben eine Bombe, die sich selbst ausklingt und zünden möchte. Die ist intelligent und kann sprechen. Und dann versucht der Captain, diese Bombe davon zu überzeugen, dass sie sich wieder reinfahren soll und deaktivieren soll. Und die will aber nicht. Und dann philosophieren die. Also das ist genial. Es ist, ja, dieses philosophische Duell, warum die Menschheit und im Allgemeinen die Lebensform weiter existieren sollten. Es genau. Ist halt einfach zum Schreien witzig. Genau, aber auch so intelligent gemacht, ne? Ja, das ist so... Die Bombe ist ein richtiger HS-Sohn, würde MPS jetzt sagen. Ja. Nö, ich werde mich nicht deaktivieren. Überzeug mich doch vom Gegenteil. Also so richtig geil. Ja. Ja gut, viel drüber erzählen, was da läuft und wie, ist schwierig, weil... Weil es besteht hauptsächlich aus Gesprächen und es ist ein toller Film. Finde ich auch. Also wenn man für Mad Dog wäre das jetzt kein Film, allein wegen Augenkrebs, ne? Ja. Das muss man außer Acht lassen, vor allem wenn man so ein Carpenter-Fan ist. Der Film hat schon was. Ja. Ja, das ist halt so ein Special kind of Film. Das ist nicht jedermann seins. Das ist tendenziell, würde ich fast sagen, eher Art. Also Arthouse. Das ist Ja. Aber sehenswert und intelligent und ja. Ja. Am Ende, wie er da surft, durch den Weltraum auf dem Trümmerteil noch, so seine letzten Atemzüge macht der Astronaut. Der wollte schon immer zwischen den Sternen surfen und den Wunsch hat er sich dann erfüllt am Ende. Natürlich überlebt keiner, ist ja klar. Ja, wir auch. Ja, aber guckt ihn mal. Oh, scheiße, jetzt habe ich aber gespoilert, wa? Ja, garstiger Gunny. Macht Timo auch immer. Ja, und danach sagt er Spoilerwarnung. Spoiler-Alarm. Ach, der Dulli. Na gut. Der kennt übrigens safe keinen der Filme, die wir heute hier besprechen. Das glaube ich auch nicht. Du hast es schon angesprochen, kommen wir doch zu Ghosts of Mars, den ich sehr, sehr feiere. Ja. John Carpenter. Ja. Über 20 Jahre alt, ich glaube aus den frühen 2000ern, aber ein Megafilm. Ja. Ich muss mal überlegen, wer da überhaupt alles mitgespielt hat. Auf jeden Fall Jason Statham. Dann noch hier die Spezies, ne? Natasha Henstridge hat mitgespielt. Ice Cube. Dann noch Pam Grier, die man auch aus von Tarantino kennt. Die schwarze, super Schauspielerin. Ja. Oh, hey, mach dir nicht so einen Alarm. Clea Duval. Ja, also tolle Besetzung. Boah. Den könnt ihr übrigens hier auf YouTube frei gucken, auf Deutsch. Ghosts of Mars.
Kleiner Tipp, wer den nicht kennt und auf Statham steht, geiler Film, Mann, macht einfach Bock. Es geht halt um Geister, die in Minenarbeiter so, die besetzen, ne? Und so irgendwie, es gibt so eine alte Mars-Zivilisation, das heißt, da gab es schon mal intelligentes Leben in dem Film. Und die Geister dieser Kreaturen besetzen dann so Minenarbeiter, weil wir beuten natürlich den Mars gerade aus. Und die greifen dann die anderen Menschen an, irgendwie, ne? Ja. Film. Sie verteidigen so ihre Rohstoffe. Ja. Auf brutalste Art und Weise. Und genau, Cube war doch so ein Verbrecher, der war doch in der Zelle. Und der hilft denen doch dann noch. Also nicht den Geistern, den Menschen. Da fragst du mich jetzt viel. Doch, ich glaube, sie sollte ihn vor Gericht stellen und da abholen, weil der war wohl ein Minenarbeiter oder so, der Ice Cube. Und der ist aber ein Verbrecher, Schwerverbrecher. Und der hilft denen dann aber. Da fragst du mich jetzt viel. Wie gesagt, der ist ewig her und ich habe ihn damals auf Englisch gesehen, auf einer furchtbar legalen Version. Da sind Leute vor der Kinoleinwand rumgerannt. Oh. Auf jeden Fall eine Empfehlung, könnt ihr gucken auf YouTube sogar. Ghosts of Mars, toller Film. Ja, for free. Guckt ihn euch an. Und auch wenn ihr ihn dann doof findet, ist egal, ist gratis. Genau. Das ist wie mit Games, die es irgendwo gratis gibt. Genau. Aber ich glaube nicht, dass ihr den doof findet. Nein. Nö, der hat schon einiges, der kann. Ja. Ich hätte für mich eigentlich nur noch die Predator-Klamotten auf der Liste. Du kannst also loslegen, fühl dich frei mit deinem, was auch immer du noch hast. Ja, hervorragend, dann sage ich Pitch Black. Okay, warum habe ich mir den nicht vorgenommen noch für heute? Den, siehst du, es gibt zu viel geilen Scheiß. Ja. Vin Diesel, ein mega Film. Ja, großartig und die Startsequenz damals für Riddick. Ja, er spielt da schon Riddick. Ja. Pitch Black ist so gut. Ja. Also für alle, die nicht wissen sollten, worum es da geht, da stürzt ein Flugzeug, ein Raumschiff ab mit Siedlern. Und da bleiben halt einige übrig, wie es halt ist, unter anderem eben unser Werter Riddick, der zu dem Zeitpunkt in Ketten liegt. Naja. Das ist so ein Universalverbrecher, der im Dunkeln sehen kann, aus Gründen. Und dann passiert es, dass alle x Jahre da mal ein Tag Nacht ist. Und dann aber für länger. Und das ist genau dieser Übergang, wo sie da abstürzen. Und nachts kommen da auf diesem Planeten die Viechis raus. Ja, und die Futter zu fassen. Ja. Ja. Und dann geht da los, der lustige Kampf. Ja. Also das Story muss man da nicht viel erklären. Nö. Das ist eine Schlacht dieser Filme, er ist großartig. Dumme Sprüche, ein Haufen Action. Sexismus. Ja gut, das auch. Aber das Allgemeine ist ja so ein bisschen menschenverachtend, das ist schon okay. Hey, es gibt YouTuber, die sind da so. Spaß. Ja, es gibt's Leuten. Also Pitch Black. Man muss immer die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ja, das hat Timo auch schon gesagt. Der Titel des Videos, die Kirche bleibt im Dorf. Und im Video werden nur Lügen erzählt. Ja, das ist so wie der Wald ist mein Lester-Dojo. Aber, so wie ich das hier gerade sehe, ist Riddick 4 angekündigt. Oh, nett. Ja, für 2025 Furia. Okay. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, aus dieser ganzen Riddick-Reihe gefällt mir Pitch Black am allerbesten. Weil da spielen nur irgendwie 8, 9 Schauspieler mit, der macht einfach Spaß. Ja.
Gut, mir gefallen die Riddick-Filme auch. Ja, die sind auch gut. Gerade die mit den Necros, den mag ich. Mhm. Aber Pitch Black ist nochmal was Besonderes. Der hatte damals auch Riesenhype. Es wurden dann Raves veranstaltet, auf Pitch Black gemacht und es war eine wilde Zeit. Ja, da liefen die Leute dann mit dieser Solarium-Sonnenbrille rum. Ja, auch, ja, richtig. Ach Gott, ach Gott. Aber toll, wirklich. Guckt den euch an. Ja. Viele, die jetzt so auf Riddick stehen, auch Jüngere, die kennen vielleicht auch Pitch Black eigentlich gar nicht, ne? Der gehört voll rein in die Reihe. Den muss man aber echt gesehen haben. Ja. Oh, die Frau Griffiths spielt da auch mit, ja. Welche, Melanie? Rihanna. Aha. Als kleines Mädchen. Ah, okay. Du hast bestimmt noch mehr da auf dem Konto, ne? Ja, so ein bisschen noch. Also ich habe da einen Film, der fliegt so ein bisschen unterm Radar. Das ist tatsächlich eine russische Produktion. Aha. Wenn ich das richtig sehe, ja, und es ist Sputnik. Ja, den kenne ich. Den kennst du. Ja, es gibt eine ganze Handvoll gute russische Sci-Fi-Filme. Ja, und Fantasy-Filme auch. Ja, tatsächlich. Mhm. Also, ja, erzähl, ich hol mir mal was zu trinken. Erzähl. Sämtliche Politik mal außen vor gelassen, gibt es unglaublich gute russische Produktion, die uns hier völlig, völlig fremd sind. Aber den habe ich tatsächlich mal mir tatsächlich geliehen auf Amazon damals und der hat sich sehr, sehr gelohnt. Kann ich sehr empfehlen. Der hat auch so ein bisschen einen anderen Ansatz und ja. Also eine außerirdische Lebensform besetzt sozusagen einen Astronauten. Und der kommt dann zurück und ab dann startet so der Film, wie er und sein Parasit da so vor sich hin existieren in ihrer Isolation. Und der ist ja so ein bisschen was to the heart ist er, aber halt auch durchaus Horror. Ja. Er hatte tatsächlich nur ein Budget von 2 Millionen US-Dollar, also ein bisschen mehr, 2,6 Millionen. Aber das merkt man nicht. Mir gefällt er sehr gut. Bin da. Hallo. Guten Tag, na? Na? Das ist so bescheuert, ne? Ich habe gerade Budget gehört von dir. Ja. Meinst du bei Sputnik oder was? Ja. Ja, der war günstig. Ja, aber ich finde, das merkt man nicht. Der ist hochwertig. Natürlich. Der spielt ja auch im Grunde genommen nur in einem Zimmer im Weltraum. Nee, oder in der Zelle. In der Zelle, oder? In der Isolationszelle passiert viel. Ja, aber der lohnt. Der lohnt. Auf jeden Fall. Hat man aber nicht so auf dem Schirm, aber er lohnt. Stimmt, hat man nicht. Der ist auch sehr beklemmend. Auch ja. Aber mit ihr und dem Parasiten und so doch auch so ein bisschen eben to the heart. Hm. Der hat also von allem irgendwie so ein bisschen was dabei. Wollen wir noch Starship Troopers schnell besprechen? Natürlich, oder? Ah ja, komm. Also Leute, Caspar Van Dien. Heißt sie Denise Williams? Ich glaube, Denise Williams, die Hübsche, ne? Seine erste Freundin. Aha. Und dann haben wir doch noch Dinah Meyer. Die Blonde, seine spätere Freundin, glaube ich. Von 97? Ja, der ist richtig alt und richtig gut. Er macht Spaß. Ja. Ironside natürlich mit dabei. Michael Ironside, natürlich. Das war der Commander, ne? Ja, der Redshacks. Ja, geil. Ein super cooler. Das ist eher so, das ist nicht wirklich Horror. Das ist klar, da sind die Bugs. Aber das ist so,
Militär-Sci-Fi, so, ne? Ja, Geballer. Ja. Ach, aber viel Geballer. Und mega gut gealtert. Holt dich immer noch voll ab. Ja, ich mag den auch. Ich mag den. Das ist, natürlich ist er ein Riesenunterschied zum Buch. Das muss man sagen. Das kenne ich nicht. Ein Buch ist ja völlig anders. Aber das macht nichts. Der Film für sich ist, so wie er ist, ist ja großartig. Finde ich auch. Er ist so ein bisschen Trash hat er mit dabei. Ein bisschen doof sind sie, aber er ist toll. Absolut. Ach, Ding spielt doch auch noch mit hier, der Barney von How I Met Your Mother. Herr Neil Patrick Harris, ja. Genau. Als Karl, als sein Kumpel. Ja, der macht richtig Karriere da, ne? Ja, oh ja. Ja, genau. Nee, der Film ist super. Ich finde auch, ich habe ja neulich erstmal die ganzen 8 Staffeln Monk geguckt, ne? Mhm. Das war total super. Ich glaube, es war in der 6. Staffel, darauf möchte ich jetzt mich aber nicht festlegen. Da gibt es ja in jeder Folge, wie bei vielen Serien, sind ja immer Special Guests dabei, ne? Mhm. Und in der 6. Staffel war dann in der einen Folge, war Caspar von Dien dabei, ne? Mhm. Dachte ich so, ach, Starship Troopers, nice. Und direkt im nächsten Teil, also direkt in der nächsten Folge, war Dinah Meyer dabei. Und ich denke so, ach, Starship Troopers, nice. Ich weiß noch damals, wie das war mit dem Neil Patrick Harris, wie den Leuten das Gesicht runtergefallen ist. Gerade die sich ja diesen Bro-Code und so da so auf die Stirn geschrieben haben. Als er gesagt hat, er ist gay, ne? Richtig, als es dann hieß, ja, ich bin schwul. Unglaublich. Das war großartig. Ja, der Womanizer schlechthin, so, ne? Als Barney, als seine Rolle Barney, ja. Ja. Und dann kommt Schauspieler und sagt, ich bin schwul. Es war glorreich, großartig. Ja, und er steht auf Zauberer. Ah. Las Vegas Magier und so. Wundervoll. Ganz toller Typ. Ja, Starship Troopers gibt es tatsächlich auch mehrere, aber ich kann euch sagen, die lohnen nicht. Das stimmt tatsächlich, aber ich glaube, der zweite ist noch sehr gut. Der zweite geht noch, das ist so mit Teilanimation, aber ab Marauder ist einfach, braucht man nicht. Also mir ist sowieso nur der erste im Gedächtnis, allein auch schon, ach, die Darsteller und wie die sich die entwickeln und ne, ja. Nichts ist für immer, sagt der Film. Und dann hast du zwischendrin immer so Einblendungen, so Militärwerbung. Hm, ja. Ja, der ist schon geil, der ist schon richtig geil, der Film. Das erinnert so ein bisschen, passt jetzt zwar nicht ins Genre und so, aber ich liebe ja Robocop, das Original. Ja. Und da, das passt so, diese Nachrichteneinblendungen oder so, ne, total geil. Ja, yeah, join the Army und so. Genau. Den kann man sich wirklich angucken und ich feiere ihn auch jedes Mal. Ich gucke ihn gerne mal regelmäßig. Der macht tatsächlich gute Laune, so schräg es klingt. Aber, jetzt kommt das böse Aber, schaut zu, dass ihr den unzensiert kriegt. Jo, ja, ganz wichtig. Weil irgendwer im Schnitt war so lustig und hat tatsächlich diese also man kriegt aus dem Schnittbericht ja dann immer eine gewisse Anzahl an Sekunden, die zu kürzen sind. Mhm. So da und da sind so und so viele Sekunden zu kürzen, weil Brutalität und so. Und wie soll ich es sagen? Irgendwer war so lustig und hat halt ganz einfach die Story rausgeschnitten. Und da fehlen Storyabschnitte. Ja, den muss man absolut unzensiert gucken. Der ist, der Film, eine Säule des Films ist ja auch die Brutalität, kann man ja so sagen. Ja, er war für seine Zeit war er unglaublich unglaublich brutal. Ja. So ein bisschen erinnerte der mich da immer teilweise an, kennst du noch Screamers? Mhm. Oh, der war, den können wir auch gleich noch mit reinnehmen. Also Screamers kennt, glaube ich, kaum jemand oder die breite Masse nicht. Das ist ein geiler Film. Ja, der ist gut. Der ist toll. Ja. Gut, mach gern weiter. Mach ich weiter. Wo war ich jetzt? Irgendwo wollte ich hin. Keine Ahnung. Unzensiert. Ja, aber dann machen wir mit Screamers weiter. Okay. Screamers, es ist ein Planet und auf diesem Planet wurden kleine Roboter ausgesetzt. Mhm. Und die sind unfreundlich. Ja, die sind unfreundlich. Und brutal. Auch. Und entwickeln sich weiter. Es sind schlaue kleine Robis. Ja. Und
Ich weiß gar nicht, warum die da landen. Ich glaube, zur Wartung oder stürzen sie ab. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Ich muss den unbedingt mal wieder schauen. Der ist zu lange nicht geguckt. Na, auf jeden Fall hast du da eine Gruppe von Leuten, die auf diesem Planeten landen. Und da sind diese Roboter unterwegs in verschiedenen Formen. Und die reagieren auf verschiedene Reize. Das sind, es war eine Kriegswaffe, soweit ich mich erinnere. Dieser Planet ist umkämpft und die Menschheit hat dann sich gedacht, oh, wenn die das nicht kriegen, kriegen wir es auch nicht und haben die Screamers ausgesetzt. Ja, und die verhalten sich so ein bisschen wie, Tremors als Maschinen. Ja, teilweise. Die entwickeln sich ja in verschiedene Richtungen dann. Da hat halt keiner damit gerechnet, dass das so semi-intelligente Roboter sich eventuell weiterentwickeln. Blöd. Ja, die Story ist nicht groß. Also da muss man jetzt nicht studiert haben, um die Story zu verstehen. Aber er macht Spaß. Ist absolut genauso kurzweilig wie Starship Troopers. Ein Film, den man sich echt angucken muss. Ja. Das sind so die Fantasy, also die Sci-Fi-Action-Filme, teilweise ist da nicht groß Story. Aber die lohnen. Ja. So, jetzt habe ich dies und das und jenes. Wo ist denn meine schlaue Liste? Da ist meine schlaue Liste. Aha. Eden Lock. Eden Lock? Eden. Ja. Eden Lock ist ein Film, da geht es um eine Mission, die da so fröhlich durchs Weltall tingelt und neue Besetzungen für Planeten und so. Und da gibt es eine Pflanze, einen großen Baum und der tut Dinge. Und dann geht es um Pollen hier, Sporen da, die Wurzeln, die ja nicht unbedingt so menschheitsfreundlich sind und so. Ah, ich weiß schon, mir dämmert langsam, warum ich den nicht kenne, aber du. Nein, geht der in die Richtung so die Farbe aus dem Weltraum oder so? Nee. Tatsächlich eher in Richtung Pandorum. Aha. Warum kenne ich ihn nicht? Das ist eine gute Frage. Den kennen aber viele nicht. Also das ist. Ich bin aber so nicht viele. Von heiter bis wolkig wird der bewertet. Aha. Ja, auf die Bewertung gebe ich sowieso erstmal relativ wenig. Ja, ist schwierig. Also manche Bewertungen sind komisch und dann hast du Leute, die bewerten wie Timo. Ja, da kriegt dann Chuck Luck eine 11 von 10. Hilfe! Ja. Hilfe! Ja, das ist noch ein Film, den kann man sich angucken. Den kann man sich angucken, den habe ich gerade noch so im Hinterkopf, wenn ich an Sci-Fi denke, Eden Lock, ja. Ja, aber ansonsten, wenn du nichts mehr hast... Ich würde gerne noch ein bisschen über Predator sprechen. Oh, bitte. Wir müssen jetzt nicht jeden Film durchgehen, weil die spielen ja auch in der Regel auf der Erde. Aber nicht alle halt. Der erste aus 87, der ein so guter Film, hat der mich auch als jungen Butschi durch die Brutalität und diese Tarnvorrichtung vom Predator, oh ja. Das hat uns voll weggeflasht mit Schwarzenegger. Ich glaube, hier Carl Weathers war dabei, Jesse Ventura. Oh, und hast du nicht gesehen. So ein geiler... Also der Endkampf zwischen Schwarzenegger und dem Predator, das ist doch sowas von ikonisch, ne? Absolut. Mega! Absolut, also man muss Schwarzenegger nicht unbedingt feiern, aber den muss man gesehen haben. Man muss Predator kennen. Ja, finde ich auch. Für mich ist Schwarzenegger auch kein großer Schauspieler, aber eigentlich durch die Bank sind so gut wie alle seine Filme super. Sehenswert, ja. Die haben alle ihre Qualitäten. Absolut. Dann kam ja der zweite in 90er? Ja. Mit Danny Glover in der Hauptrolle. Da war dann auch Gary Busey bei. Ihr kennt das Gebiss. Und auch hier ist der Predator wieder der gleiche Schauspieler, wie der im ersten Teil den Predator gespielt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Hall? Kann ich dir... Soll ein großer Typ gewesen sein. Es gab ja auch mal den Mythos, dass Jean-Claude Van Damme unter dem Kostüm steckt. Das stimmt aber nicht. Ja, nein.
Ach, und im Predator 2 war da nicht auch Bill Paxton wieder mit dabei von Aliens? Ja, glaube schon. Ja. Guck doch mal, wer den Predator gespielt hat. Ich meine, das ist derselbe wie im ersten Teil mit Schwarzenegger, derselbe Predator. Ja, wer spielt denn den Predator? Wer steckt unter Predator, Saul? Hall heißt der irgendwie, glaube ich. Ich kann jetzt nicht gucken, weil dann bricht mein OBS kaputt. Aha. Dann rede ich schon mal weiter. Dann gab es 2010 im Kino Predators. Da war ich im Kino. Mit Nachos, Cheese und einer richtig dicken, fetten Coke. Alter, war der geil und schnell, der Film. Auch wieder mit Larry Fishburne. Danny Trejo sogar dabei. Und natürlich Adrian Brody in der Hauptrolle. Und der spielt dann auch tatsächlich auf einem Exoplaneten. Da sind wir nämlich auch wieder jetzt endlich im Thema. Aber Predator muss man ansprechen. Wie ja. gesagt, Alien vs. Predator ist ein Crossover. Gehört auch in diese Reihe nicht rein. Predators, sehr, sehr empfehlenswert. Hast du schon was? Ich tingle hier durch die Schauspieler. Dann unterbrich mich einfach, ne? Steht nichts auf Wiki oder so? Peter Kevin Hall. Peter Hall. Ah, siehste. Genau. Und der müsste, glaube ich, in den ersten beiden Teilen hat er den Predator gespielt. Das ist auch schon eine Seltenheit, sowas. Ah. Dann kam Upgrade. Ich finde alle Predator-Filme wirklich gut. Upgrade weniger. Er ist nicht scheiße, aber er ist auch nicht wirklich ein guter Predator-Film. Aber dann ging's los. Gerade erst vor wenigen Jahren. Prey. Prey ist der, den ihr auch als allererstes sehen solltet, wenn man ihr chronologisch vorgehen sollt, denn der spielt im 18. Jahrhundert und das ist ein Prequel. Und Prey macht richtig Spaß. Oder? Ja. Ja, mein Favorit. Was heißt Favorit? Die alten Teile darf man auf keinen Fall irgendwie hinten anstellen, weil die sind großartig. Natürlich. Aber der neue Predator auf ihrem Jagdplaneten, der Predators. Ist so gut. Ja. Mhm. Ja. Der ist so gut, so großartig. Alleine diese Szene mit diesem Yakuza in diesem weißen Feld mit dem Predator. Der ist super. Und ich meine, die Predator sind ja nicht hirnlose Killer irgendwo, sondern es geht ja um das Messen mit anderen Spezies. Genau. Und das fand ich sehr gut visualisiert in dem Film. Ich finde auch, die ersten drei Predator, die sind einfach so als für sich absolute Spitzenklasse. Ja, sind sie. Also Predator Upgrade hinkt da sowieso hinterher, und aber auch Prey tatsächlich auch. Wie gut die Maske war. Oh. Ja, in Predators, das war ja sogar so, die Kernstory ist ja, glaube ich, sogar, dass das ausgestoßene Predator waren, weil die den Predatern selbst zu irre waren im Kopf. Ja. Das ist mega nice. Und dann dieser durchgedrehte Larry Fishburne. Ah, mega guter Film. Ja. Ja. Also momentan mein Favorit, wenn es um Kurzweiligkeit geht. Die alten, die gucke ich mir gerne an, weil sie ikonisch sind. Absolut. Ja. Predator 2 auch mit diesem Voodoo-Priester und so, ne? War schon geil. Alleine, wie sie ihm dann den Vorderlader in die Hand drücken. Ja. Und ein Alienschädel liegt da auch im Raumschiff. Ja, als Schild. Ja. Das ist toll. Toll, super. Toll. Ja, der Danny Glover hat, das, ich glaube, so einen alten Film, der ist 35 Jahre alt oder so. Da kann man auch mal spoilern, ne? Der Danny Glover besiegt den Predator. Ja. Und daraufhin tauchen 5, 6 andere um ihn rum auf. Die tauchen aus dem Nichts auf und er sagt so, oh Mann, wer ist der Nächste? Und dann überreichen die ihm halt diese alten Steinschusspistole noch von den Piraten oder so, von irgendeinem berühmten Piraten, oder? Ja, also sie überreichen ihm auf jeden Fall so eine Auszeichnung. So. Ja. Glückwunsch, du hast gewonnen, hier ist deine Trophäe, Wiedersehen. Genau, und dann nehmen sie den toten Predator und gehen. Und er, ja. Puh, shit, Pisse in der Hose. Ja, das ist,
eben, den muss man gesehen haben, um die Erklärung zu kennen, was da überhaupt los ist mit dem Predator, weil die tingeln da so durch die Gegend und es ist eine Herausforderung, sich zu messen mit anderen Spezies. Mit so genau, das sagt ja auch schon der Name, das ist halt ein Jäger, ne? Ja, deswegen haben wir ja Alien vs. Predator, ist okay als Mashup, weil es ist ja das gleiche Multiversum, also es ist ja das gleiche Universum. Genau. Und die kommen dann halt zu uns in die Arktis und haben da so ihre Alien Queen und jagen dann da Aliens. Genau. Ich finde Alien vs. Predator auch nicht schlecht. Okay, der zweite jetzt wieder nicht mehr so stark wie der erste. Nee. Aber kommt nicht an die Original-Predator und schon gar nicht an die Original-Alien-Reihe ran, ne? Nee, ist das eben ein nettes Mashup. Ja. Und was ich jetzt halt mitgekriegt habe, ist, dass es wieder ein Predator geben wird. Schön. Badlands. Der soll Predator Badlands heißen. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch im 18. Jahrhundert spielt, in der Welt von Prey. Also, ne? War das nicht Nordamerika oder was? Ja, ja. War es Südamerika? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall soll Predator... Amerikanische Ureinwohner. Genau. Hier, Kristalli, weiß Bescheid. Predator Badlands... Das bloß nicht, der meint noch, das ist echt. Ja, natürlich. Und total unrealistisch, weil wie kann ein Predator einen Grizzlybären besiegen? Mhm. Ah, das war auch geil, ne? Wie der Predator gegen den Bären kämpft. Das ist... Die sind eh großartig. Ja, der Predator hat den gescannt und hat sich gedacht, oh, das ist ein würdiger Gegner. Hat er gegen den Grizzly gekämpft. Ja. 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 Bleibt so abzuwarten, was passiert. Ich würde neue Predator-Filme jederzeit und immer sehr begrüßen. Ja. Da ist auch noch viel zu machen in dem Universum. Da kann man noch ganz viel rausholen. Mhm. Finde ich auch. Aber erstmal freuen wir uns jetzt auf Romulus. Ja. Oh Mann. Das wird so das Kino-Highlight dieses Jahr, glaube ich, für mich. Ich schwanke. Ja. Ich schwanke. Ich muss heute, also ich muss auf jeden Fall zweimal ins Kino dieses Jahr. Ja. Ich und weiß. Das sind für Alien, für Alien und für Deadpool. Ist klar. Es hilft nichts. Ja, dann musst du das machen. Ja. Das muss. Da kommt mit Sicherheit noch irgendwas anderes. Ach klar, bestimmt. Es war doch auch so viel von Stephen King neue Sachen angekündigt, die verfilmt werden sollten. Ja. Und so. Gut, ich muss jetzt einen King nicht unbedingt auf der Leinwand sehen, Nein. Den kann ich mir auch daheim im Home-Cinema angucken. Richtig. Da habe ich dann auch meine Ruhe. Das letzte, den ich im Kino gesehen habe, das war Oppenheimer und der war schon belastend. Mm. Nicht, weil der Film in irgendeiner Art schlecht ist, das ist er nicht. Nö, aber er ist lang. Und dann sitzt man und fragt sich, wann kann ich Pipi? Also vielleicht weine ich einfach ein bisschen. Muss in Zukunft eine leere Flasche mitnehmen. Und dann zum Sitznachbarn. Hier hast du Durst. Körperwarm. Oh Mann. Mm. So, kurze Zwischendingens, weil ich habe einen Film vergessen und das ist Dante 01. Aha, okay. Das ist ein Science-Fiction-Thriller aus Frankreich tatsächlich. Ja, aber der spielt ja auf der Erde, ne? Nee, das ist eine Raumstation. Also, beziehungsweise es ist ein... eine Umlaufbahn. Eine Raumstation in der Umlaufbahn von dem Planeten. Ja, und und da ist halt die Crew drauf, die Wartungscrew, die dann halt dafür sorgen, dass die Raumstation nicht in den Planeten stürzt. Aha. Und was passiert da? Häftlinge. Ja, aber sonst. Ja, wer wartet so eine Raumstation um so einen Vulkanplaneten? Häftlinge. Ja. Da gibt es dann jemanden, der kriegt Visionen und es geht um ja, so einen neuen Propheten sozusagen. Finde ich, es ist von 2008, tatsächlich aus Frankreich, wird meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Ist das denn ein Horrorfilm? Ja, also ein Fantasy- und Horror-Thriller. Schickst du mir dann mal nachher, den gucke ich mir noch an. Ja, klar.
Na klar. Ja, also. Ja. Ja. Na klar, wir haben jetzt wahrscheinlich noch 60, 70, 80 richtig, richtig geile Filme nicht besprochen. Ist klar, Natürlich. normal. Nein, geht nicht. Wenn wir Hier, hier gleich fertig schreibt in die sind, Kommentare. ja, wenn wir aufgelegt haben gleich, dann fallen uns beiden wieder noch fünf ein, weißt du? Ist Ja. immer so. Aber gut, der Podcast geht jetzt eine gute, satte Stunde und das ist auch gut so und das reicht auch. Ne? So. Wollen wir dann das nächste Mal an das Thema anschließen? Gerne. Ein bisschen Sci-Fi weitermachen, so Ja. The Thing und so. Ja, das ist so ein Film, der auch in meinen Top 10 ist bei den Horrorfilmen. Vor allem das Original von damals von Carpenter, ne? Ja, der war Und schön, der ich war hätte ihn gut. auch furchtbar gerne heute besprochen, aber er gehört einfach auf die Erde. Ja, dann machen wir das nächste Mal Science Fiction auf der Erde. Ja. Julio. Super, da gibt es mindestens genauso viel zu besprechen. Oh ja. Ja, machen wir das. Alleine das ganze Zeug von, ja, wie heißt der jetzt? Die Fliege und so. Ja. Ja. Supi, machen wir. Alles klar. Ja, dann, ihr Ja. Lieben, macht es prächtig. Ja, würde ich auch sagen, ihr kleinen Movie-Schlingels. Und damit sind wir raus, wa? Jo, tschüss. Tschö, tschö. Folgt alle Gunny. Das ist zwar ein Fettsack, aber Gunny ist der Shit.